Kollege von der SPD, ich bin zu gewohnt dran, mit ihm zu sprechen. Und bitte, Sie können noch ein kleines wenig Geduld aufbringen. Ich möchte zu dem Antrag vom Ortsbeirat Harleshausen hier sprechen, für den sowohl der Magistrat als auch die Mehrheit im Ausschuss die Ablehnung empfohlen hat. Und ich möchte einfach mal sagen, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann. Darum bitte, dieses Votum zu überdenken und die Ablehnung abzulehnen, also dem Antrag zuzustimmen. Worum geht es? Es geht darum, dass im Zentrum von Harleshausen, wo das wirklich sehr verkehrsgeplagt ist, durch die Wolfhager Straße und die Oberfellmacher Straße, ein kleiner Platz umgestaltet werden soll, der bisher als Parkplatz genutzt wird. Das ist ein Prozess der Bürgerbeteiligung gewesen, der schon seit Jahren sozusagen ansteht. Ein Teil ist schon umgesetzt und dieser Teil fehlt eben noch. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger, die sich daran beteiligt haben, immer wieder nachgefragt. Dann ist es erst, es ist kein Geld da, dann war Geld da, dann ist das Geld wieder verschwunden. Jetzt steht hier eine Ablehnungsantrag vor, in der die Begründung steht, die Flächen sollen ihrer derzeitigen Nutzung erhalten bleiben, sodass auch in Zukunft an zentraler Stelle im Ortskern öffentliche Parkplätze vorhanden sind. Und ich kann nur sagen, wenn es an etwas fehlt im Ortskern von Harleshausen, dann an Bäumen, an Bänken, an Aufenthaltsräumen für Menschen, aber nicht an Plätzen, an denen man Autos aufstellt. Und ich finde es einfach auch total schade, dass so eine Initiative von Einwohnerinnen und Einwohnern nicht aufgegriffen wird, die ja eigentlich ihrer Koalitionsvereinbarung hundertprozentig entspricht. Ich will da an der Stelle auch nochmal sagen, dass es mich total gewundert hat, dass so viele Anträge vom Ortsbeirat in Nordholland zur Ablehnung stehen. Auch dort geht es darum, die soziale und ökologische Verkehrswende voranzubringen, mehr Stadtgrün hinzukriegen. Überall dort, wo das Umweltamt zuständig ist, gibt es Unterstützung, das finde ich super. Aber dort, wo das Straßenverkehrsamt zuständig ist, wird die Ablehnung empfohlen. Und ich halte das für einen wirklich schlechten Stil, genauso wie es ein schlechter Stil ist, hier so laut zu sprechen, dass ich selbst nicht mehr verstehe. Diese Energie, die von den Menschen kommt, die dort leben, wo es um die Umgestaltung geht, diese Energie so verpuffen zu lassen. Ich glaube, dass es sich damit keinen Gefallen tun. Und ich finde es einfach grundsätzlich falsch. Ich finde, wir müssen diese Umgestaltung, diese sozial-ökologische Umgestaltung demokratisch machen. Und da müssen wir das aufnehmen, was von den Leuten kommt, und es nicht machen. Also deshalb unser Antrag und noch einen Schmankerl. Der Kollege Müller hat im Ausschuss gesagt, das wäre die falsche Begründung. In Wirklichkeit ging es darum, die künftige Tram nach Harleshausen eine Haltestelle vielleicht dort zu bauen. Ich glaube, damit könnte man anfangen. Auch dafür braucht man Bank und Baum und keine Natur.